Hallo, willkommen, das Monty Anka Zuschauer in diesem Hitze-Stream heute am Donnerstag bei 35 Grad oder wie viel es gerade draußen sind. Dazu gibt es heute einen kühlen Stream, also keinen Hitze-Stream, mit kühlen Videos von Roman der Bauer, die wir uns jetzt zum Beispiel mal angucken, denn der Roman ist natürlich immer dabei und das erste Video, was wir angucken, ist folgendes. Eigentlich wollte ich diese Karte überhaupt nicht testen. Ich habe das Thumbnail gesehen, das Video selber habe ich noch nicht gesehen. Ja, Roman hat natürlich eine ziemlich geile Click-Ratio. 1554 und 3 nur nach unten. Damit kann man auf jeden Fall leben. Das Video wird wohl tauglich sein. Und da gucken wir jetzt mal rein. Wie ihr seht, es geht schon wieder um das Thema Grafikkarten. Ich bin gerade mittendrin in meinem RTX 3070 Ti AOS Master Test. Also wir fangen gleich richtig an mit dem Video, aber bin gerade mittendrin erstmal Timespy Extreme GT1 getestet. Verdammt, ist die Karte schnell. Stock. Also es ist einfach Stock. Moment, Stock Temperaturen will ich nochmal sehen. FPS bei mir in dem Test. Stock. Drin erstmal Timespy Extreme GT1 getestet. Verdammt. CPU-Temperatur 100 Grad maximal. Okay, das sind nur so Peak-Temperaturen im P2, denke ich mal. Ich habe mich gerade schon so ein bisschen erschrocken, aber ist ein Core i9 10900K oder was höchstwahrscheinlich. Da ist das tatsächlich relativ normal. Verdammt, ist die Karte schnell. Stock. Also es ist einfach Stock. Guck mal, Campy ist ja auch schon total genervt, ne? Wieder was über eine Karte, die niemand bekommt. Da bin ich mal raus. Ja, Campy. Wir gucken uns heute mehrere Videos an. Das Video geht jetzt 11 Minuten, es geht gleich mit anderen Videos weiter. Also, nicht gleich aufregen. Ich weiß, mein YouTube-Kanal wird im Moment auch wenig geguckt, genau wegen der Problematik, weil im Moment nicht zu kaufen ist. Aber beruhigt euch doch. Ist da auch so ein bisschen Entertainment dabei, oder nicht? Stock macht die 49 FPS bei mir in dem Test. Eines der Hauptfeatures der Karte ist übrigens dieses LCD-Display hier an der Seite, wo man... Ganz ehrlich, das können die sich sparen. Ich brauche kein LCD-Display auf einer Grafikkarte. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich bei meinem Mainboard ja auch gesagt oder so, ich brauche da kein Display, da ist ja sogar ein OLED-Display drauf und da wird bei mir immer schön die CPU-Temperatur angezeigt. Muss ich sagen, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, gucke ich immer drauf und da sieht man immer die CPU-Temperatur ganz fix oder so. Gefällt mir ganz gut, aber auf seiner Grafikkarte weiß ich nicht. Das macht die Karte nur unnötig teuer, oder? Und jetzt ich weiß, den ich sehe den Sinn nicht ganz. Mit anschließendem Hangover begutachten kann oder ihr fügt einfach euren eigenen hochwertigen Text hinzu. Oder Send Nudes. Noch einfach die GPU-Temperatur anzeigen lassen. Also viele coole Sachen, die man damit custom machen kann, auch eigenes Logo und so. Das ist schon ganz nice gemacht. Das heutige Video wird unterstützt von Hetzner mit dem Dedicated Root Server AI und Finns auf die Modell der Dedicated Root Server RAM und zwei Führungen sind Komplettschutz und unbegrenzten Traffic. Neuen Video, denn wir testen so, heute in diesem Video die AOS RTX 3070 Ti Master. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock, noch eine weitere 3070 Ti zu testen, weil die Grafikkarten an sich für mich von der Auslegungssache her nicht wirklich Sinn machen. Das Thema braucht man nicht weiter durchkauen. Aber Gigabyte bzw. Auros hat mich angerufen und hat gesagt, ey, wir haben hier diese wunderschöne Karte, magst du die nicht testen? Da habe ich gesagt, ja, Lust eigentlich nicht so wirklich. Also jetzt bin ich ganz ehrlich oder so, eine 3070 Ti, okay, wenn Nvidia jetzt sagt, komm, wir schicken dir eine zu oder so, oder Gigabyte, ja, ich würde sie, glaube ich, nehmen. Aber jetzt so wirklich mega Bock zu testen, ich habe im Moment eigentlich gar keinen Bock, Grafikkarten zu testen. Es interessiert keine Sau. Guckt euch mal die Grafikkartentests von PC Games Hardware, von, ich weiß nicht, ob Roman die getestet hat, von Zenchili und so an. Guckt euch mal die Klicks an. Da ist früher 50.000 Klicks drauf gegeben, da gibt es jetzt irgendwie 10.000, 15.000, 20.000, wenn es mal gut läuft oder so drauf. Das ist ein Witz. Die Leute interessieren sich aktuell einfach nicht für Grafikkarten. Warum soll ich mir Tests angucken, wenn ich sie nicht kaufen kann? Genauso, also Roman kann ich vollkommen nachvollziehen oder so. Roman kriegt, würde normalerweise locker 50 bis 100.000 Klicks für einen Grafikkartentest bekommen und jetzt keine Ahnung, ne? Also das Video, wartet mal, wie alt ist das Video? Von wann ist das? Vom 17.06., also von heute, okay, da kann man noch nicht viel sagen, 12.803 Aufrufe. Das sieht im ersten Moment auf jeden Fall ganz gut aus, aber in der Regel oder so gibt das auch für seine Verhältnisse höchstwahrscheinlich relativ wenig Aufrufe. Aber ich mache das, wenn ich die Grafikkarte im Umkehrschluss für euch verlosen darf und dann... Auch nicht schlecht. Das ist natürlich wiederum eine geile Idee, ne? Weil dann hat man noch so ein bisschen was, damit die Leute auch mal zugucken können oder was. Und ich keine Ahnung, wie er die Verlosung jetzt macht. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Hat Gigabyte gesagt, okay, alles klar, den Deal können wir machen. Fand ich dann eine nice Nummer. Das heißt, wir machen jetzt einfach ein Video und einer von euch hat die Chance, die Grafikkarte zu gewinnen. Das allerdings nur innerhalb der ersten 5 Stunden circa, wenn dieses Video hier online geht. Das heißt, heute Abend, wenn das Video online ist, Punkt 24 Uhr schließe ich die Verlosung. Einfach nur, weil ich möchte, dass es an jemanden von euch geht aus der Community, damit sich das nicht erstmal ultraweit verbreitet. Falls ihr das Video danach gesehen habt und nicht mehr teilnehmen konntet.
Eigentlich auch eine gute Idee, wenn man Verlosung macht, nur die ersten Stunden zu nutzen, weil dann ist ja halt meist die Abo-Box aktiv. Die ersten Stunden gucken ja hauptsächlich so Abonnenten und das, was danach kommt, sind ja dann meist irgendwelche random Zuschauer. Eine coole Idee auf jeden Fall. Tut es mir leid, aber ich möchte natürlich die belohnen, die lange dabei sind, immer schnell dabei sind und nicht jemand, der eigentlich meine Videos nicht schaut. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit bezwecken möchte. An dieser Stelle schon mal viel Glück bei der Teilnahme. Für die Teilnahme unten ist ein Link in der Beschreibung. Da tragt ihr wieder euren YouTube-Namen ein. Das heißt, ihr kommentiert irgendwas unter diesem Video. Ist mir komplett egal, was ihr da reinschreibt. Irgendwas. Und den YouTube-Namen, den ihr dort unten habt, den packt ihr zusammen mit eurer E-Mail-Adresse in das Formular und dann wähle ich aus. Alles klar. So, wir schauen jetzt auch direkt mal kurz in die Benchmarks. Ich habe angefangen mit dem 3D Mark Times bei Xtreme. Jetzt will ich eben wissen, wie er das macht mit der Verlosung. Das würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren, bevor ich es vergesse. Ein Like kriegt er sowieso immer von mir. Gewinnspielformular. Bei Forms GLE macht er das. Auch das Master Gewinnspiel, Teilnahmeschluss, E-Mail-Adresse, YouTube-Name, Kommentar muss unter dem Video vorhanden sein. Aus welchem Land kommst du? Okay. Und das kann man hier bei Forms einfach so erstellen irgendwie. Keine Ahnung, also ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Aber es sieht ja relativ einfach aus, ne? Google Formulare. Coole Idee. Ja, alles klar, dann weiß ich ja schon mal Bescheid. GT1 und ich war sehr überrascht von dieser Karte, das haben wir gerade am Jung, Anfang Schubi, gesehen. Mahlzeit, Lemon of Lotus, Diese guten Karte war Morgen. nämlich Stock fast genauso schnell wie die Strix mit OC, die wir getestet haben. Also wir hatten die Strix mit OC bei 50,3. So, da ist die 3070 Strix UC und da ist die 3070 Ti Nvidia Founders Edition. Die sind ziemlich ähnlich schnell, würde ich mal so sagen. Ne? Also die 3070 Ti ist einfach. Es ist. Nvidia, warum? Ja, ich weiß, ihr wollt Chips loswerden, die ihr sonst nicht los würdet oder so, aber warum denn nicht ein bisschen mehr Power? Die 3070 Ti machte ja schon vorher in den ganzen Leaks auf dem Papier oder so nicht so wahnsinnig viel. Ja, ich hatte zwar Hoffnung, dass sie trotzdem am Ende so ein bisschen schneller ist, aber die paar Prozent oder was diese Karte braucht, einfach kein Mensch. Ist einfach so. FPS, während die Aorus Master Stock bei 49 lag. Und wenn man jetzt mal betrachtet, dass die 3070 Ti Founders Edition bei 46,7 liegt, dann ist es schon ein ordentlicher Unterschied zwischen der Founders Edition und der Aorus Master Stock. Wenn wir die Aorus Master übertakten, da ist gar nicht mehr so viel Luft nach oben, weil die standardmäßig schon extrem hoch boostet. Dann kriegen wir mit OC knapp über 2100 MHz hin und damit 50,5 FPS. Damit ist das auch die schnellste 3080 Ti, die wir bisher getestet haben. Dann machen wir noch kurz eine Reise durch unsere Spiele-Benchmarks. Wir fangen an mit Remnant from the Ashes in 4K. Da sehen wir das tatsächlich, also das sind jetzt alles Stockwerte, keine manuellen Overclocking. Ja, der Roman hat's gut. Der hat eine entsprechend große Auswahl an Gaming-Grafikkarten, die er schon getestet hat oder so. Das ist ja mein großes Problem, weshalb ich zum Beispiel solche Diagramme überhaupt nicht erstellen kann. Weil mir einfach die entsprechenden Karten fehlen. Zum einen, weil, ja, hier AMD-Karten, bestes Beispiel, weil AMD ja nun mal keine zuschickt. Ich müsste mir alles selber kaufen und das ist gerade in der jetzigen Zeit ein bisschen zu teuer für den Monty. Ne, und natürlich ist mein Fokus auf meinem Kanal natürlich nicht auf Grafikkartentests. Daher geht es bei mir so mehr so Praxistests mit den Grafikkarten und weniger Diagramme. Werte mehr. Da sehen wir, dass die Aorus Master echt ein gutes Stück über der Strix liegt. 4 FPS im Minimum. So, weiter geht's. Also, Ist interessant, dass er das noch drin gelassen hat. Also ich hätte es rausgeschnitten, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe ja auch schon mal Anrufe gekriegt oder auf WhatsApp oder sonst was, dass mein Handy mal losging. Habe ich immer rausgeschnitten. Weiß ich nicht, finde ich blöde. Remnant from the Ashes 4K, schon ziemlich krass. 3070 Ti Aorus Master 4 FPS im Minimum. 4 FPS im Minimum ist echt schon ordentlich. Average 2 FPS. Also da sieht man schon, dass die Karte, sowie auch im Times by Extreme, auch im Gaming tatsächlich ein bisschen schneller ist. 1440p auch minimal schneller, 1 FPS nur im Minimum, ist es nicht wirklich bedeutungsvoll. Aber an sich, wenn man so über die Benchmarks drüber scrollt, PUBG 1440p ist sie auch schneller, PUBG 4K ist sie auch schneller, immer so um 1, 2 FPS. Ihr könnt euch. Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht sagt er dazu ja gleich noch was, wie sieht es mit der Founders Edition aus, wenn man die auf die Werte der Aorus Master hochtaktet? Kommt der Kühler damit noch klar? Ist sie dann genauso schnell oder taktet die dann trotzdem noch irgendwie runter? Das wäre jetzt auf jeden Fall mal interessant, weil natürlich ist die Aorus Master OC schneller,
weil die ja natürlich übertaktet ist, ist klar. Nur macht der Kühler jetzt eigentlich wirklich so einen großen Unterschied, weil die Founders Edition Kühler sind ja mittlerweile schon relativ gut, genauso wie die Referenzkartenkühler von AMD oder so, ne? Also Custom-Modelle muss man mittlerweile eigentlich nicht mehr zwingend haben. Ich gerne die Benchmarks langsam nochmal anschauen, wenn ihr einfach das Video stoppen möchtet. Und auch bei Control 1440p 2 FPS Unterschied und Control 4K kein Unterschied bei den 1% Low, aber bei Apple. Apropos Control ist im Epic Games Store diese Woche, glaube ich, umsonst. Wer Control zocken will oder so, sollte jetzt mal im Epic Games Store vorbeigucken und kann es sich umsonst runterladen. Bridge minimal höher. Die Aorus Master ist durchgehend zwar ein bisschen schneller als die Strix und natürlich auch als die Founders Edition, da ist sie deutlich schneller, aber auch minimal lauter. Das ist mir auch subjektiv schon ein bisschen aufgefallen. Und wenn wir jetzt mal auf die gemessenen Werte schauen, dann sehen wir die Founders Edition mit ca. 49 dB und Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, ne? Man testet Grafikkarten, Founders Edition, ein mega teures Custom-Modell und also die Referenzversion, die Founders Edition, ist am leisesten. Das gab es früher nicht, weil früher waren die nämlich immer am lautesten, weil die diesen scheiß Direct Heat Exhaust Kühler drauf hatten. Und mit die Zeit sind ja mittlerweile ein Glück vorbei und jetzt gehören die Founders Edition interessanterweise zu den leiseren Karten. Lustig. Und die RTX 3070 Ti Strix, die liegt hier bei 51,5 und die Aorus Master liegt dann bei 52,8. Wobei man ehrlich gesagt sagen muss, dass zwischen 51,5 und 52,8. Oh, ist Control schon vorbei? War nur bis 17 Uhr. Tut mir leid, dass ich dann den Tipp gegeben habe. Ich dachte, das würde jetzt die ganze Woche noch entsprechend laufen. Dann, ja, dann habt ihr leider Pech gehabt. Schade. Jetzt habe ich hier ein paar Leute hier heiß gemacht und die haben sich schon gefreut oder so. Und ja, dann war es leider doch nicht. Tut mir leid, sorry. Aber im Epic Games Store jede Woche vorbeigucken. Jede Woche gibt es ein, zwei Spiele gratis. Also, das solltet ihr eigentlich standardmäßig am besten immer machen. Der Unterschied ist wirklich sehr gering. Ich messe auch aus 30 cm Entfernung, was relativ nah ist. Wenn man jetzt, sage ich mal, einen Meter weit weg steht oder das im Gehäuse verbaut, bin ich mir relativ sicher, dass man keinen Geräuschunterschied Stefan feststellen wird Mahlzeit. zwischen der Strix und der Aorus Master. Dafür ist der Unterschied, glaube ich, zu klein. Was man aber während dem Messvorgang dann deutlich sehen konnte, waren die Temperaturunterschiede zwischen Founders Edition, der Master und der Strix. Wir fangen an mit der RAM-Temperatur. Nein, Ares, die gibt es nicht dauerhaft kostenlos. Sie sind immer nur für ein paar Tage online. Aber dafür gibt es jede Woche ein paar Spiele. Also ein Spiel gibt es jede Woche mindestens, manchmal auch zwei. Und dann immer gratis. Die war ja schon bei der Founders Edition relativ hoch, maximal 86 Grad Celsius, während sie bei der Strix extrem kühl waren mit 60 Grad Celsius und die Aorus Master liegt ziemlich genau dazwischen mit 72 Grad Celsius Peak. Wobei ich auch sagen muss, dass das eine Temperatur ist, die absolut in Ordnung geht. Also ob die RAMs jetzt 60 Grad oder 70 Grad haben, ist wahrscheinlich nicht wirklich entscheidend. Ist auf jeden Fall beides in einem Niveau, wo man sagen kann, es ist gut. Wobei man sagen muss, die Strix dann echt nochmal ein gutes Stück besser ist. Wenn wir Die dann die Switch mit 60 GPU-Temperatur Grad ist natürlich betrachten, haben wir pervers, ein ne? ziemlich ähnliches Bild. Hier war die Founders Edition auch sehr warm, 92,5 Grad Celsius Peak. Und die Strix sehr, sehr kühl, unter 60 Grad Celsius. Und die Wie geht Aorus das? Master knapp an der 80 Grad Celsius Marke. Dementsprechend auch wieder zwischen den beiden Karten, wieder Das ist in dem natürlich schon Bereich, der noch extrem technisch kühl. Das gesehen ist ja absolut unnormal okay kühl, ist. oder? Aber die Strix eben von der reinen Kühlperformance her nochmal ein deutliches Stück besser. Bevor wir die Karte jetzt gleich noch demontieren und uns mal kurz die Platine und so einen Kühler ein bisschen genauer anschauen, noch das letzte Subjektive ist Spulenfiepen. Und da muss ich sagen, war diese Karte mit Abstand am besten, verglichen mit der Founders Edition und der Strix. Sie hatte ein absolut minimales Spulenfiepen, aber eins, das ich nicht als störend empfunden habe. Also selbst wenn die Karte eine niedrige Last hatte und hohe FPS erzeugt hat, zum Beispiel in dem Menü von dem Spiel, selbst dann war das Spulenfiepen so dezent, dass ich das als nicht störend wahrgenommen habe. Das war bei der Founders Edition deutlich schlimmer und bei der Ja, und es ist halt auch so, man kann nicht auch bei Spulfiepen kann man auch nicht Karten der gleichen Bauart, also jetzt eine Strix mit einer Strix vergleichen. Beide Karten können unterschiedlich stark im Spulfiepen sein, genauso zwei Founders Editions oder so, ne? Das ist ganz schwierig. Trotzdem, ich habe ja schon so viele Grafikkarten in meinem Leben getestet und hier gehabt oder so. Spulenfiepen ist eine Sache, die hat jede Karte, ausnahmslos jede Karte, das ist kein Mangel. Und Spulfiepen tritt eigentlich nur störend auf, wenn du, wie Roman das gerade halt auch sagte, extrem hohe FPS hast. Also wenn kein V-Sync, kein G-Sync, kein FreeSync und so weiter an ist, dann kann Spulfiepen auftreten, halt im Menü, dann hast du irgendwie 1500 FPS und gerade bei hohen FPS-Zahlen, dann hast du so ein Fiepen immer. Aber bei normalen FPS, auch von mir aus 144 oder 200 Hertz oder so, ist das Spulenfiepen eigentlich normalerweise überhaupt nicht störend. Also wer heutzutage Karten wegen Spulenfiepen umtauscht oder so,
Vielleicht habt ihr recht oder so. Ich habe jedenfalls bisher noch nie eine Karte gehabt, die wirklich extrem störte. Strix ein bisschen schriller, was mich auch ein bisschen mehr genervt hat. Also Schwulenfiepen bei dieser Karte zumindest mal subjektiv betrachtet am angenehmsten. So, wir schrauben jetzt die Karte noch kurz auseinander. Ihr seht auf der Rückseite, wir haben eine Alu-Backplate, die hinten so ein bisschen alles abdeckt. Schauen wir mal, ob die funktional ist, also ob die auch Wärmeleitpads drunter hat. Dann haben wir hier einen BIOS-Switch, da könnt ihr zwischen OC und Silent hin und her. Eine 3070 Ti mit 2x8 Pol und 1x6 poligen Stromanschluss, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also 3080 Ti, 3090 könnte ich ja verstehen, aber eine 3070, eine Mittelklasse-Karte? Switchen OC war auch die Einstellung, die wir für den Test gerade verwendet haben. Wir sehen hier natürlich den großen Cutout für das, ich glaube, Screen Cooling nennt sich ja, dass die Luft vom Lüfter direkt durch den Kühler durchgepusht werden kann. Habt ihr ja schon 20 Mal gehört mittlerweile. 2x8 Pin, 1x6 Pin für die Stromversorgung ist natürlich ein bisschen Overkill, gerade für eine 3070 Ti. Da würden wahrscheinlich auch 2x8 Pin Anschlüsse reichen. Ja, vor allem, weil Extreme Overclocking mit solchen Karten, glaube ich, so gut wie nicht durchgeführt wird. Vielleicht mit einer 3090, aber 3070 Ti eigentlich eher nicht. Und unter Stock ist man ja sowieso durch das Power Target übrigens maximal plus 12% so hart beschnitten, dass man da jetzt eh nicht so viel machen kann. Also so viel Strom braucht die Karte definitiv nicht. Immer oder so häufig, dass wenn ich diese Stecker hier entfernen möchte, da sich nicht der Stecker löst, so wie bei dem rechten, sondern einfach die komplette Buchse. Also diese Stecker sind echt nervig. Weil die ja nicht auf der Platine fest sind, sondern einfach nur an den Pins irgendwie so ein bisschen dranhängen. Naja. Sorry, Ton war weg, was ich gerade gesagt habe. Ja, das Problem hatte ich auch immer mit diesen Steckern, dass sie halt brutal fest sitzen. Also dann gehen die Stecker teilweise auseinander, ja. Und man hatte mal so ein bisschen Angst, wenn man gezogen hat, dass die Kabel direkt auch rausgingen. Ist mir noch nicht passiert. Aber wie gesagt, die Angst ist auf jeden Fall immer da. Die sitzen immer extrem fest auf Grafikkarten. Ich weiß auch nicht, ob es da keine andere Möglichkeit gibt. Schade. Das hier hinten und auch das hier, was ihr hier sehen könnt an den Wärmeleitpads, das ist der Grund, was ich schon mal in einem Video erwähnt habe, warum ich jetzt aktuell immer die Grafikkarten vorher teste, bevor ich die demontiere, auch wenn ich das früher immer ganz gerne gemacht habe. Erstmal die Grafikkarte auseinanderreißen, schauen, was drunter ist, aber es verfälscht eben, sag ich mal, die Testergebnisse, weil wenn ich das jetzt einfach wieder zusammenpacke, ihr seht überall, die Wärmeleitpads sind so ein bisschen zerrupft. Keine Sorge, ich werde neue Wärmeleitpads draufpacken, bevor das an den Gewinner geht, falls es euch passiert. Hier einfach 1 mm Wärmeleitpads drauf, da wo es zerrissen ist, und dann seid ihr auf jeden Fall wieder auf der sicheren Seite. Was ansonsten die Spannungswandler der Karte betrifft, ist es quasi so, ich sag mal, eine halbe 3080 Aorus Master. Da ist ja nochmal das gleiche, was man hier hat, nochmal auf der rechten Seite. Für eine 3070 Ti ist es aber absolut ausreichend. Es sind auch zwei Phasen mehr als auf der normalen 3070. Ja, aber trotzdem, warum haben die so viel Stromanschlüsse? Was soll das? Vor allen Dingen, geht die Karte eigentlich auch mit 2x8 Pol an oder braucht man wirklich 2x8 Pol und 1x6 Pol? Also normalerweise, ich gehe davon aus, dass ich wirklich alle Stromanschlüsse beschaltet haben muss. Dementsprechend spannungswandlertechnisch kann man sich hier definitiv nicht beschweren. Für mich wäre das auf jeden Fall auch eine Karte, die ich wählen würde, wenn ich weiß, ich will auf jeden Fall bei einem Luftkühler bleiben und will das nicht auf Wasserkühlung umbauen. Ich weiß auch gar nicht, ob es für dieses Design überhaupt einen Wasserkühler gibt. Aber so wie die gemacht ist, ist es wahrscheinlich am besten, die einfach so zu lassen, nicht zu öffnen. Dann zerreißt ihr natürlich auch nicht die Wärmeleitpads, außer irgendwann nach ein, zwei Jahren wollt ihr vielleicht mal die Wärmeleitpaste tauschen, wie auch immer. Dann natürlich, dann tauscht man am besten auch die Pads mit. Aber ansonsten jetzt mal rein vom Aufbau her, so wie die Karte gestaltet ist, ist es für mich auf jeden Fall eine Karte, die ich jetzt nicht wählen würde, um sie auf einen Wasserkühler umzubauen. Denn sie hat ja einfach auch einen guten und extrem starken Luftkühler. Das ist eine Karte. Also meiner Meinung nach ist es nicht nötig, Grafikkarten auf Wasserkühlung umzubauen. Man sieht es jetzt sehr, oder man hat es jetzt sehr gut bei seinem Test mit der Strix gesehen. Die Strix-Kühlung aktuell, die scheint extrem stark zu sein. Wozu ein Wasserkühler? Wozu? Wegen 2-3 FPS mehr oder was? Also nee, okay, weil es schöner aussieht, das kann man machen wegen der Optik oder so. Aber jetzt wegen der reinen Temperatur oder so, Wasserkühlung, nö. Also muss nicht sein, meiner Meinung nach. Die ich wählen würde, wenn ich die einfach nur auf Luftkühlung behalten möchte. Wenn wir ansonsten mal zwischen die Backplate und die GPU schauen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ist auf jeden Fall ein Wärmeleitpad. Schwer zu fokussieren. Ja, man sieht es aber. Unmöglich zu fokussieren. Aber ich muss die Backplate so nicht abmachen und dann riskieren, dass wir das Pad auch zerstören.
Die Leistungskrone der 3070 Ti's geht damit auf jeden Fall an die Aorus Master vorab. Also von den drei Karten, die ich getestet habe, war das auf jeden Fall überall die schnellste im Test. Er kauft sich das aber auch mit etwas mehr Lautstärke und höheren Temperaturen bei GPU und RAM. Wie gesagt, alles im absolut vertretbaren Rahmen. Die Strix allerdings deutlich kühler, die Founders Edition nochmal deutlich leiser, die Founders Edition natürlich auch deutlich kleiner als alle anderen Karten, die wir getestet haben. Die Founders Edition aber auch mit Abstand die langsamste Karte. Ansonsten kann man an dem Design hier jetzt erstmal technisch nichts aussetzen, wenn wir davon absehen, dass es eben eine 3070 Ti ist. Ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Ja, ich wünsche dem... Er will damit sagen, dass die 3070 Ti einfach die überflüssigste Karte des Jahres 2021 ist und bleibt. Gewinner dieser Karte auf jeden Fall viel, viel Spaß damit. Ich werde das Ganze dann direkt heute Abend auf Instagram auslosen. Folgt mir gerne auf Instagram, kann ich mit der Werbung für mich selbst machen. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch was, bis dann. Roman, schönes Video mal wieder, keine Frage, leider ein Video, was nicht hier wegen Roman, sondern halt wegen der Karte die wenigsten Leute interessieren dürfte, halt hauptsächlich, denke ich mal, wegen der Verlosung. Oh, schöne Videos werden hier vorgeschlagen. AMD Ryzen 7000 Zen 4 früher als erwartet. Neue Radeon vor 2 Stunden. Achso, genau. Irgendwas, genau. Ich hatte ja noch ein Radeon-Thema. Neue Radeon 6900 XT LC. Das ist nämlich eine Radeon 6900 mit Wasserkühlung. Direkt von AMD. Die hat noch ein bisschen mehr Power und wurde noch ein bisschen höher getaktet. Auch sehr interessant. Dürft ihr gerne mal reingucken. Aber ja, das ist so viel zu Roman. Mehr habe ich dazu ehrlich gesagt auch nicht zu sagen. Und deswegen sage ich erstmal, das Monty Anker-Zuschauer. Macht's gut. Tschüss.